Ja, also wir hoffen und eigentlich, dass dieser Film so mehr oder weniger ein Türöffner ist für deutsche Regisseure, auch mal was anderes zu wagen als einen Tatort. Wir wollen nicht sagen damit, dass Tatort schlecht ist oder dass Krimis allgemein schlecht sind. Es gibt gute Krimis. Andererseits habe ich letztens auch einen total dämlichen Tatort gesehen. Also, es gibt Licht und Schatten überall. Ja, und das könnte die Chance sein vielleicht, dass es auch mal andere Filme in Deutschland gibt und dass Regisseure, die Genrefilme machen wollen, nicht unbedingt ins Ausland gehen. Selbst bei den Norwegern, glaube ich, klappt das mit Genrefilmen. Trollhunter zum Beispiel, falls du von dem gehört hast. Sagt mir nicht. Erzähle ich dir irgendwann nochmal. Den will ich selber nochmal gucken halt. Aber es geht. Also, ich weiß nicht, ob Norwegen oder Finnland jetzt. Es geht einfach. Und europäische Filme sind einfach anders als amerikanische. Und das hat dieser Film auch gezeigt, ja, denke ich. Obwohl er sich mit diesem Kannibalismus und Hinterwäldler-Klischee wirklich sehr stark an amerikanischen Vorbildern orientiert hat, leider. Und ja, auch der Soundtrack. Der Soundtrack, der richtig gut war, richtig gut in die Atmosphäre des Films reingepasst hat, klang sehr amerikanisch irgendwie. Also ich habe mir leider nicht den Komponisten gemerkt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch nicht gelesen, ob es ein Deutscher war oder sowas oder ein Amerikaner, den sie dafür engagiert haben. Aber gut. Ja. Und also gerade der Höhepunkt am Ende, die Flucht mit der Beleuchtung und der Choreografie, der entschädigt wirklich für dieses, ja, Klischee. Also ja, genau. Der reißt den Film richtig wieder raus aus dem Tief, in dem er da drin war. Genau. Ja. Also. Und er ist halt ein bisschen langsamer, also wenn ihr irgendwie einen Transformers erwartet oder sowas, dann guckt euch ihn lieber nicht an oder sowas. Aber kauft trotzdem eine Kinokarte und sowas. Nicht Download. Nein. Kinokarte kaufen und dann wieder weggehen oder sowas. Also einfach nur, damit ihr vielleicht mal, sagen wir mal, anständige Filme oder Nerdfilme mal gucken könnt. Irgendwie so. Ne? Ja. Das war unser Plädoyer dafür. Ach ja, und okay, man macht mich gerade drauf aufmerksam. Teil des Spaßes am Kino gehen, das ist ja auch Trailer zu sehen dann halt. Und da wurden wir heute bitter enttäuscht, weil es wurde ein einziger Trailer gezeigt. Wir sind in die 23:15 Uhr Vorstellung gezeigt. Also hatten wir erwartet, gute Horror-Trailer dann halt, also zu sehen. Oder wenigstens schlechte Horror-Trailer. Ja, oder wenigstens schlechte Horror-Trailer, genau. Also, wir haben einen gesehen zu Paranormal Activity 3. Eine Reihe, die uns beiden irgendwie nicht weiter am Hintern vorbeigehen könnte, glaube ich, oder? Den ersten wollte ich mir vielleicht mal angucken, habe ich aber bis heute nicht getan. Ich meine Geister. Wenn ich einen Film mit Geistern sehen will, dann rufe ich Bill Murray an. Das ist doch ganz klar. Ich meine, also mittlerweile hat doch jeder raus, worum es geht in dem Film. Selbst die Doofbirnen, die noch nicht mal die Filme gesehen haben. Und irgendwann muss das doch mal ausgelutscht sein. Ich habe irgendwie mal gelesen, dass die auch bis Teil 5, 6, 7 oder sowas mittlerweile Verträge gemacht haben oder sowas und das genauso ausschlachten jetzt wie die Saw-Reihe zum Beispiel. Eine weitere Reihe, die ich nicht unbedingt als sehenswert empfinde, aber gut. Ja? Naja. Wobei das genaue Gegenteil von Saw ist. Ja? Saw ist absolut Gewaltorgie. Ja, natürlich. Genau das Gegenteil. Das ist, Das spielt beides unter dem Oberbegriff Horror. Im Trailer, also von Paranormal Activity, hatten wir eigentlich nur eine Szene, die wir richtig lustig fanden, richtig gut sogar. Weil da stehen zwei Kinder dann halt, die stehen im Badezimmer, haben eine Videokamera da und wollen dieses berühmte Bloody Mary halt. Also wenn man dreimal Bloody Mary sagt, erscheint sie dann halt. Und sie machen das Licht aus und man sieht nur den roten Kamerapunkt. Und ich war dann schon so am Rufen so, buh, oder sowas, weil ich ja schon so einen schlechten Jumpscare erwartet habe. Und der kam dann auch. Ja, es geht. Also, aber er war ganz anders halt. Ja. Das Schöne war dann halt, dass die Kinder dann beide ein bisschen so am Zettel noch so Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary sagen. Und dann passiert nichts. Und dann sagt das Größere von den beiden Kindern, macht auf einmal eine Taschenlampe an und macht buh, und er schlägt das Kleinere dann halt. Und das war richtig süß eigentlich so, weil das war mal so eine Umkehrung. Also wir haben beide eigentlich so mit so einer grässlichen Fratze oder einem Schemen gerechnet. Der Schemer war übrigens da, als er nachher rausgegangen ist, ja, das Licht an war, natürlich, stand genau, aber das war halt nicht der Kern des Jumpscares. Nee, absolut. Und das war dann doch okay, aber trotzdem, also... Ich weiß nicht, ich brauche die Filme irgendwie nicht. Und ich hatte gehofft, den Trailer von Das Ding zu sehen vielleicht, also eine deutsche Fassung davon. Oder irgendwas, was uns überrascht. Ja, irgendwas, genau. Das ist nämlich auch immer ganz toll, ins Kino zu gehen und einen Trailer zu sehen, mit dem man gar nicht rechnet. Und ja, das ist nicht passiert. Ja, das war sehr enttäuschend eigentlich. Und
Naja, aber trotzdem, der Film war gut, hat uns gefallen und hat uns viel Stoff zur Diskussion gegeben dann halt, weil, wie gesagt, trotz diesem Kannibalen-Klischee könnte man vielleicht noch zwei, drei Sachen reininterpretieren oder was auch immer. An sowas, die Lichtdramaturgie ist toll. Im Grunde, dieses Kannibalen-Klischee, am Anfang, als die Marie in dieser Kirche gefunden wurde, da hatte ich noch Hoffnung für den Film. Mhm. Als sie dann auf dem Hof ankam, haben wir zwar schon Witze gemacht, aber ich hatte immer noch Hoffnung. Dann hat sie im Hof den Sohn und den Sohn von der anderen Familie, die da auf dem Hof war, die haben da zusammen gespielt. Da hatte ich auch noch Hoffnung, dass es vernünftig ist. Und dann, während sie den Hof beobachtet, schleppen sie dann ihren Kumpel, den sie in dem Eisenbahntunnel verletzt zurückgelassen hat, in den Keller und ja, in dem Moment war das dann vorbei. Ja, genau. Wobei, ich muss ehrlich sagen, weißt du, wo man an den Film hätte retten können? Aliens. Aliens sind gelandet in menschlicher Form und sie waren daran schuld, dass die Sonne sich aufgeheizt hat, indem sie nämlich die Sonne mit einem riesigen Wärmestrahl aufgeheizt haben. Das wäre mehr so ein Asylum B-Movie. Ja, eben. Und darum total witzig. Es hätte den Film nicht gerettet. Nein, es hätte ihn nur auf eine andere Ebene gebracht. Eine Trash-Ebene. Ich hätte mich kaputt gelacht. Weit unten. Ich hätte mich kaputt gelacht, wenn das Aliens gewesen wären. Das wäre echt cool gewesen, aber gut. Mensch, wir sind in den Anfängen des, oder in dem Wiederaufbau des deutschen Kinos. Du kannst sowas nicht erwarten. Wiederaufbau des deutschen Genre-Kinos. Ja. Weil der deutsche Kino existiert ja im Arthouse-Bereich. Moin Tobias. Okay. Ja, also Schlusswort, wie gesagt, es könnte ein toller Türöffner sein und es ist, also, uns hat's gefallen, einfach. Seht ihn euch an. Oder kauft die Kinokarte. Vielleicht habt ihr auch bessere Trailer als wir. Ja, und vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung zu dem Film. Also wie gesagt, einige Leute fanden ihn stinklangweilig, ne? Also ich finde, er wird ein bisschen gehypt zurzeit auch irgendwie überall. Also auf filmstarts.de zum Beispiel haben sie ein großes Special dazu gebracht, was ich auch gut finde. Aber trotzdem, also er ist kein Meisterwerk. Nein. Aber auch kein Totalausfall. Also ja, sehenswert auf jeden Fall, würde ich sagen. Genau. Und wenn man auf Endzeit und so weiter steht, ja, genau, und auch ein bisschen was für das deutsche Kino tun will, genau, sollte man ihn sich ansehen. Okay, und damit verabschieden wir uns jetzt. Es ist jetzt irgendwie 2:30. It's about time. It's about time. Okay, shut the camera down. Motherfucker. Aliens!